der FAC, also die FAC-Amateure haben uns alles abverlangt. Es war ein sehr schnelles, rassiges Spiel, wobei ich sagen muss, dass wir in der ersten Halbzeit noch sogar Glück gehabt haben, dass wir da nicht in den Rückstand geraten sind. Da hat uns der Schiste gut im Spiel gehalten. Zweite Halbzeit war es aber dann so, dass wir das Match in der Hand gehabt haben und dann auch, glaube ich, verdient gewonnen haben. Ich denke, Simmering war auch noch ein sehr, sehr enges Spiel. Aber man muss schon sagen, dass die FAC-Amateure eigentlich über die gesamten 90 Minuten sehr gut abgeliefert haben, auch nicht aufgegeben haben und auch nicht eingegangen sind. Also da kann man schon sagen, ja, es war extrem schwierig. Gerade erste Halbzeit haben wir doch das eine oder andere Glück gehabt und auch in Chisti zum Glück im Tor gehabt, der einen super Tag erwischt hat. Und also ich kann das nur bestätigen, es war wirklich eine der schwersten Partien. Du hast ein Elfer-Tor gemacht, war das wirklich ein Elfmeter? Im Video sieht es ein bisschen komisch aus. Schwer zu sagen, ich hab mir das auch im Video angeschaut. Der Demi hat mir gesagt, dass er ihn erwischt hat, dass eine Berührung stattgefunden hat. Man sieht aber auch, dass der Spieler auch den Ball spielt. Ja, darüber kann man diskutieren. Der Schiedsrichter hat einen Elfmeter gegeben. Man kann ihm geben, man muss ihm auch nicht geben. Er hat ihm gegeben, ich habe ihm reingehaut und das war das Wichtigste.